Hallo liebe Dartsportfreunde, the heat is on, kann man sagen. Von Harrows gibt es jetzt die Series 2 Spieler Darts von Damon Hatter. Und der lohnt einen genaueren Blick, denn er kostet vergleichsweise günstige 57 Euro, hat interessante Griparten und ist schon mit den neuen Alamo V52 Schäften ausgestattet, sowie diesen neuen partikelbeschichteten Silica Flights. Also direkt rein mit schönen Bildern und Details nach dem Intro. Viel Spaß! Die Damon Hatter Series 2 Darts gibt es in folgenden Gewichten. 18 Gramm als Softtip und dann nochmal in 21, 23 und 25 Gramm Steeltip. Barrellänge beträgt immer 50 mm, Durchmesser variiert. 6,6 mm sind es bei der 21 Gramm Variante, runde 7 mm in 23 Gramm und maximal 7,2 mm für die 25 Gramm Version. Der Hersteller gibt eine Zylinderform an mit einem mittig liegenden Schwerpunkt. Lege ich das ganze Barrel Only einfach mal auf das Target Center of Gravity Tool, dann sieht es erstmal nicht danach aus, denn nach vorne sind es dann 22 mm und nach hinten raus sind es 28. Schraube ich jetzt aber das mitgelieferte Setup mit drauf, dann stimmt die Angabe, dann liegt tatsächlich der Schwerpunkt exakt in der Mitte, wirklich cool. Nach vorn sind es dann 25 mm und nach hinten genauso. Das unterscheidet sich auch ein kleines bisschen von den bisherigen Damon Hatter Darts. Da gibt es ja noch zwei Varianten. Einmal die Hatter Natural heißen die für 46 Euro oder die Hatter Black Edition für 59 Euro. Bei beiden Darts ist der Schwerpunkt leicht vorn angegeben. Hier haben wir auf jeden Fall einen mittig liegenden Schwerpunkt. Die Points schauen 25 mm raus, Barrel sind wie gesagt 50 mm lang und die mitgelieferten Schäfte 35 mm. Von den Griparten gibt es im Groben eigentlich drei Zonen. Die Tapered Nose oder leicht abgerundete Nose vorne macht 8 mm aus. Dann folgt die vordere Grip-Zone mit etwa 13 mm. Das ist so ein bisschen ein Pyramid Grip nennt man das, glaube ich. Also im Prinzip so Ringgrips, die aufeinander ein bisschen aufbauen und dadurch so wellenförmige Erhöhung und Vertiefung geben, wo man mit den Fingern sich sehr schön orientieren kann. Dann kommt im Prinzip die Mitte. Das sind so 6 mm mit einem ganz feinen Ringgrip auch drauf und einem kleinen Unterteiler. Und der hintere Part, der macht dann etwa 18 mm aus. Das ist der etwas griffigere Teil, der dann auch die schönen Querfräsungen mit den roten Highlights hat und nach hinten nochmal einen 5 mm Abschluss glatt mit dem Harrows Logo drauf hat. Von Grip Level her würde ich den jetzt ein bisschen unterschiedlich einstufen. Der Vorderbereich, also die 13 mm hinter der Nose, würde ich sagen Grip Level 2 von 5. Die Mitte macht exakt auch die Mitte vom Grip Level aus, das sind so 3 von 5 und hinten ein wenig griffiger 3,5 bis 4. Von 5. Insgesamt finde ich wirklich stimmiges Barrel Design, schönes Grip-Profil, kann man sich auch prima dran orientieren. Und was mir hier auch gefällt, sind die neuen Flights, die nennen sich Silica und haben eine ganz feinkörnige Partikelbeschichtung. Das sieht man auch so ein bisschen am Gegenlicht, fühlt sich auch ganz, ganz leicht rau an. Soll zum einen die Haltbarkeit und Stabilität des Flights etwas erhöhen und den im Flug stabilisieren, aber auch so ein ganz kleines bisschen verlangsamen. Ich sag mal, das ist so ein bisschen der L-Style-Effekt. Auf jeden Fall schöne Flights. Die gibt es auch nicht nur hier in dem passenden Hatter-Design, sondern wirklich eine sehr schöne Auswahl an Farben und Designs. Und das Ganze zu einem Preis, wenn ihr so ein Set kauft von 1,20 Euro, finde ich, ist auf jeden Fall eine Sache, die man sich mal genauer anschauen oder einfach ausprobieren kann. Also mal direkt rein in die Praxis, ein paar Darts aufs Board. Typischer Olli, ein in die 12 und zwei in die 20. Ja, genau so sah bei mir der Start aus, das ist wirklich typisch für mich. Natürlich neue Darts, du versuchst dann immer deinen Griff zu kriegen und ein bisschen die Höhe zu finden. Das hier sind übrigens Aufnahmen, wo ich schon ein bisschen warm gespielt war
und es mit den Darts einigermaßen funktioniert hat. Denn ich habe gemerkt, und das mache ich dann immer ganz gerne, dass das anfangs nicht so geklappt hat. Also versuche ich ganz normal around the clock erstmal hinzukriegen, weil es geht ja einmal quer ums Board, auf die 1, auf die 2, auf die 3. Möglichst dann auch mittig immer das Singlefeld zu treffen. Die 4, die 5, das ist halbwegs in Ordnung. Die 6, zack, seht ihr schon, nicht getroffen. Also da ist schon mal ein kleines Problemfeld. Dann nochmal die 7, die 8, auch schon wieder ein Problemfeld. Und die 9 sollte, glaube ich, passen. Genau, das war okay. Also 6 und 8 so ein bisschen problematisch von der Höhe mit dem Zielen. Darum gehe ich da dann nochmal gerne gezielt auf, da Gruppen zu bilden. 6er, 10er Feld oder die Checkouts oder so wie jetzt einfach auch mal dann, wenn man wärmer ist, die Doppel passend zu treffen. Die 6, die Doppel 10, die Doppel 15. Also die Seite ist langsam gut. Das gleiche, andere Seite, Problemfeld, ne? Die 16 und das 8er Feld war so ein Thema. Ist dann soweit auch eine gute Gruppe. Doppel 16, glaube ich, Checkout war jetzt mit dabei. Und halt einfach ein bisschen ausprobieren, dass das passt und man da wirklich ein Feeling auch für diese Darts kriegt. Hat dann also am Ende auch ganz gut geklappt. Deswegen ich dann auch mal für mich einen positiven Abschluss suche. Doppel 10, mein Lieblingsfeld, da waren zwei drin. Und der dritte, weiß jetzt nicht, ob der klappt oder nicht. Naja. Oh, schade, aber gut. Schöner Abschluss. Ich denke, das sind Darts, wie viele sie sich wünschen. Gut ausbalanciert, nicht teuer, mehr Grip hinten wie vorne und die Unterteilungen so gemacht, dass du dich prima orientieren kannst. Farblich ist der stimmig, silberrot und natürlich ganz im neuen frischen Hitter-Look. Rundum gelungene Darts, finde ich, da gibt's nichts zu nörgeln. Und wenn euch Reviews wie dieses gefallen und ihr künftig über weitere Updates oder neue Launch-Produkte stets informiert bleiben wollt, na dann abonniert sehr gerne den Kanal und die Glocke aktivieren nicht vergessen. Und ihr seid immer stets dabei, wenn es was Neues von mir gibt. Also ich denke, ein Abo lohnt, denn meine Videos könnt ihr am ersten Tag auch immer komplett werbefrei schauen. Und dazu verlose ich monatlich neue Dartsets oder auch andere Giveaways. Mein nächstes großes Ziel für diesen Kanal ist es, die 10.000 Abonnenten zu erreichen. Denn dann kommt mein eigenes Dartset auf den Markt. Darum danke an alle jetzt schon Abonnenten und doppeltes Danke für alle, die noch dazukommen. Lieben Dank fürs Schauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ciao, good darts, euer Olli.